MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Genau, so. Weiter. Worms. Muss nicht sagen, wer dabei ist. Ich glaube, das weiß man mittlerweile. Doch, das finde ich, muss gesagt werden. Ach so, in jeder Folge. Echt, in jeder Folge. Okay. Das ist, ja. Ja, also mit dabei sind wieder Gerd, Nick und Benny und meinerseits so das Quattro Infernale. Quartett genau. Infernale. Ja. Genau. Und nur ja, ganz alte Spiele kennen den Begriff Affirmative. Ja. Und wissen, aus welchem Game es ist. Jetzt habe ich Bock auf CSGO. Yes, sir. Nein. Das Spiel meine ich nicht. Na. Ayo, was machst denn du eigentlich da unten? Sag ich nicht. Hast du Wurmversammlung oder was? Krisensitzung? Ja. Ich stell da unten gerade schematisch den grünen Parteitag nach. Ah. Ja. Guck, Ricarda Lang ist jetzt dran. Man schafft das echt mit einem von dem Grünen da zuerst dran zu sein, also wirklich. Ja. Ich meine, okay, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Wir möchten bleiben. Hätte mir eigentlich jetzt genügt, wenn einer auf der Mine gelandet wäre. Oh, ja, wollten wir aber nicht. Das könnte jetzt unangenehm werden. Ach ja. Ja, ja, also da kann entweder viel passieren oder halt gar nichts. Ne? Das ist halt. Ich bin für gar nichts. Ja, also, guck mal, so viel passiert auch nicht. Oh, er ist gestorben. Naja, schade. Ich habe das Loch gefüllt. Ja, perfekt. Ja. Ja, die Frage ist, jetzt hau ich drüber. Ja, eben. So, weil ich immer diese Lähmungen. Nee, das hat schon nicht gereicht. Der Schnipser wäre unten auf der Kiste gelandet, hätte Dankeschön ja, gesagt. Ja, und? Wo wäre das Problem jetzt gewesen? Ja, weiß ich doch nicht, dass Gerd da jetzt links dran ist. Ich finde es einfach so schön, dass du so viel Gnade in dir trägst. Wow. Ich würde gern noch bleiben, bitte. 2-3 Millimeter weiter nach rechts. Nee, wollte ich aber nicht. Was willst du denn? So. Ja. Wir sind quitt. Ja, dann. Wow. Huh? 200 Energie. Keiner weiß, womit er das verdient hat.
nehmen wir ihm doch direkt mal wieder welche ab. Jetzt kommt der wieder und nervt. Das ist vollkommen richtig, Gerd. Das... Wenn man an Gehässigkeit ersticken könnte, müsste ich jetzt alleine Worms spielen, wa? Nicht, dann bist du der Erste, der weg wäre. Ich wollte gerade sagen. Was machst du mit Nein, der warum? Sie mir Patten legen, dass ich da bleibe. Kannst du nicht in die andere Richtung und so? Ach gut, hier habe ich auch noch einen. Ja, Mensch, hier kann ich ja, also bei dem Wind kann ich ja richtig viel anstellen. Auch wenn die Gefahr groß ist, dass mir die beiden Minen jetzt in die Fresse fliegen, aber du störst. Wow. Okay. Ich hätte es ja gefeiert, wenn meiner jetzt ein Blindgänger gewesen wäre. Bin leider zu spät weggesprungen, dadurch hat mich die Mine wieder an diese Scheißposition gebracht. Ist ja auch 3 Sekunden rumgestanden. Ja, ich weiß, ich wollte gucken, was bei Gerd passiert und habe dabei vergessen, dass selber bei mir eine Mine direkt in der Fresse liegt. Achso, ja, kann man ja schon mal. Okay, kann ja. Kann schon mal nicht drauf achten, kann schon mal passieren. Mach das doch nicht. Badabu. Ja, doch. Schokolade, Schokolade. Gerdi braucht ein neues Paar Schuhe. Hm. Oberschenkelmuskeln. Oh. Ja. 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 Boah, das macht doch wieder keinen Schaden. Unfassbar. Du musst doch nicht immer unbedingt unfassbar viel Schaden machen. Genau, muss nicht viel Schaden machen, muss nur direkt töten. Nick, du warst da so gut aufgehoben. Nee, finde ich nicht. Was bin ich denn jetzt bei euch da unten? Ich glaube, für dich geht es ein bisschen tiefer hinab. Glaube ich auch. Oh Gott, Gerd findet sich wieder selber. Gott, das kann doch schief gehen. Wow. Weil, wodurch ist der Miner vergiftet worden? Sieht das Ding jetzt auch hoch? Hast, ganz einfach. Hm. Schokolade, Schokolade, Spada!
So. Gerechtigkeit. Ja. Lässt mich kalt. Befürchtet. Wow. Es reicht nicht. Das macht nichts. Let's go. Oh oh. Immer doof einzuschätzen, wohin. Ja. Na gut, in dem Fall war die Decke ja relativ groß. Ja. Oh oh. Na, jetzt geht mir auch noch die Zeit auf, weil ich da an dem Drecksding nicht vorbeikomme, Mann. Hallo. Wir reden jetzt über den Wurm. Ja, gut, jetzt bitte. Freut sich erstmal jemand. Oh ja, komm. Was? Schon sagen. Ist nicht gefrühstückt oder was? Nein, nicht so richtig. Ich hoffe, dass das jetzt klappt, so wie ich mir es vorstelle. Ah, nee, nicht ja, ganz. Perfekt. War perfekt. Welcher Wurm ist denn da rechts gestorben? Ach so. Meiner. Der von Rick. Okay. Wasser und Gift ist halt tödlich. Ja. Meiner Loki. Mir ist jetzt erst richtig bewusst aufgefallen, dass Benny da unten einen 150er hat. Guten Morgen. Ja. Der ist gerade eben der erste Spot, deswegen. Respawn. Danke. Oh. 3000 Jahre später. Wir haben ja Zeit. Pass auf, jetzt geht die nicht hoch wie damals beim Offline-Spiel. Mhm. Ah ja, doch. Guck mal, jetzt hast du auch eine bessere Position. Ich verschaffe dir auch gleich eine bessere Position. Muss jetzt erst schwierige Auswahl jetzt. Muss ne? dir erstmal jetzt dem Benny eine bessere Position verschaffen. Ja, mach das mal. Das ist okay. Nein! Ja, perfekt. 1A. Oh, du elendes Kackschaf, ey.
Was drückst du auch erst so spät? It's why we can't have the nice things. Wo soll die liegen bleiben? Das könnte funktionieren. Ach, schade. Schade, aber die Idee war gut. Nachschub ist eingetroffen. Da hat ein bisschen gefehlt. Bitte kommen, großer Vogel. Verstanden. Dann halt so. Nette Überraschung. You'll regret that. Super. Ja, genau, die steigen dort sehr hoch, oder was? Der hätte ruhig noch ein bisschen fressen dürfen. Du frisst gleich, und zwar das letzte Mal nächste Runde, wenn ich dran bin. Und Nick ist wieder im richtigen Modus. Kennt ihr mich aber schlecht. Ich hab einfach nur gesagt, dass du im richtigen Modus bist. Mir geht's super. Ich ja, glaub ich dir. So, versuch Nummer 12. Ich dachte kurz, sie bleibt da oben links in dieser kleinen Kackkante liegen. Ich hätte mich weggeschmissen, wenn die da über die Kante noch drüber gerollt wäre. Wäre ich gegangen. Boah. Wow. Gerd, du bist echt raus, Mann. Gerd, ich hab wäre auch gehofft, zur Not anders rausgekommen. Ich hab gehofft, dass er da nicht rauskommt. Ja, dann hätte ich ein Seil genommen. Oh. Hört ihr das in Nicks Stimme? Dieses leise Rieseln? Ja, dieses Schmunzeln. Von diesem. Nee, ist noch nicht. Wir haben noch nicht Winter. Das leise Rieseln dauert noch, Benny. Das leise Rieseln vom Salz? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ja. Warum? Ich habe nur 3 Würmer, ist alles entspannt. Aber Gerd musste da jetzt so langsam mal weg, weil der ist einfach zu oft dran gewesen. Nick ist halt der Salty-Lieferant von Mayo für sein Popcorn. Ja, Mayo, was wird das? Schade. Schade. Wohin genau? Weiß er selber nicht. Doch, ich wollte eigentlich dann links und dann durch die kleine Lücke da durch, um zu Nix 31er zu kommen. Hat aber nie geklappt. Was willst du denn bei dem? Hättest du dann schon gesehen. Nee. Finde ich doof.
Okay. Eine Aussage hat der Benny recht. Oh. Oh Gott. Ja. Man muss nicht immer was nehmen, was viel Schaden macht. Ich dachte schon. Genau, man muss aber auch treffen. Ich hab doch getroffen beim zweiten Mal. Ja. Ich wollte ihn beim ersten Mal nur ein bisschen erschrecken. Ja. Klar. Hat's gehofft, der kriegt vom Schreckschaden. Ja. Ja, der ist doch erst in 400 Jahren wieder dran. Ja, stimmt. Du hast da keinen zweiten Wurm da stehen. Ja, der kommt da wie genau hoch? Also du findest Methoden. Hm. Nee, ich würde die Sachen gerne behalten. Die kleine Pisskante da oben wird getroffen, ja, aber... Und ein Mayo geflogen. Klaut die Kisten ganz schnell. Ach scheiße, den hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe nur noch den links gesehen von Mayo. Das Ding ist, ich habe mir vorher sogar noch überlegt, als ich gesehen habe, der steht da jetzt, was ich mit dem mache, sobald der links dran ist. Was für eine Verschwendung. Okay. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die Banane die Explosion seinen 43er wegschleudert. Hat's ja. 3 mm. Ja, zu wenig. Ja. Mensch. Ich würde da ja weggehen, so langsam. Alles gut. Ja, okay. Ich bin gar nicht da, Nick. Das befürchte ich auch, dass du gleich nicht mehr da bist. Ja. Ach, wow. Wow, hätte ich jetzt gelacht, wenn er ihn getroffen hätte da hinten. Als ob der drüber gegangen ist. Ja, ist er. Lass mich raten. Ja, also korrigiert. Nee. Fehler. Oh, Kinder, 3 Uhr morgens. Gary braucht ein neues Paar Schuhe. Hatschu. Weißt du, Nick, ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, wir haben ein Problem. Ich glaube, du hast auch ein Problem. Der lebt immer noch. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du hast jetzt auch ein Problem. Ah, easy. Oh! Was? Warum? Dass der da unten wieder rumcampen kann, geht mir schon wieder hardcore auf den Sack. Was soll ich machen? Die kommen halt nie weg. Ja, teleportieren? Ja, klar. Mich quasi auf den kann ich mich gleich auf den Präsentierter da stellen. Kann ich mich gleich vor Nick stellen. Gute Idee eigentlich. Wow. Aha. Natürlich geht alles an den Scheiß. Nein! Nein! Okay. Die war doch noch effektiv. Er hatte. Gemacht. Wie er die Hoffnung noch hatte. Oh, ich überleb's. Au! Die war nice. Oh Gott. Du hättest da nicht hinkommen dürfen. Die war echt nice. Dreck, Alter. Wobei, das war halt die Gefahr, dadurch, dass da halt diese Insel drüber war, dass die ganzen Bananen da dran kaputt gehen.
Aber ich dachte, anders kriege ich ihn jetzt nicht. Nee. Die war echt nice. So, also, weiß ich nicht. Was willst du denn jetzt bei mir? Ja, wie? Ich dachte, ich soll mich da wegteleportieren. Ja, vielleicht nicht gerade. Ja. Wieso? Was ist das Problem? Benny geht bestimmt da gleich weg. Mir geht das auf den Sack, dass der da oben den 72er so stehen hat. Pass auf, noch eine Banane. Ah. Ja, klar. Heiß ich Mayo? Nein! Ja, komm. Glückwunsch zum Sieg, Nick. Alter, der hat noch 115 HP. Oh, Boggy B. Oh Gott. Wo bist du denn hier? Wolltest du ein Loch in die Karte machen, oder was? Ja. Ein Guckloch. Ja, wenn du da jetzt runtergefallen wärst, wäre es nicht schlecht gewesen. Ja, du hättest runterfallen müssen. Ja, dann schön Trichter, Granatentrichter gehabt. Holi rein und gib ihm. Ja. Boah, jetzt ist halt... Bembe-Schmembe, sag ich immer, wa? Das wird knapp. Oh. Nee, geh bitte wieder. Ja, mach ich auch wieder. Aber man muss manchmal ein bisschen gambeln, ne? Ja, wieso? Hätte ja auch sein können, dass es reicht. Das stimmt. Gambeln. Ich hab's eigentlich für dich gehofft, dass es reicht, weil der 72er da oben, der ist mir die ganze Zeit schon Dorn im Auge. Ja, der stand da seit Beginn der Runde. Was mich auch stark gewundert hat, dass sich irgendwie keiner für den interessiert hat. Ja. Jetzt wird die Musik dramatisch, ey. Boah. Jetzt ist der erst nochmal dran. Ja, spring einfach ins Wasser, dann ist er weg. Er trifft nicht. Der trifft nicht. Hast noch ein so ein blödes Ding, Alter. Ja, er trifft nicht. Er trifft nicht. Boah. Dafür, dass er nicht trifft, war der ziemlich in die Fresse. Ja, ja, das stimmt allerdings. Alter, Falter. Komm, Sherlock. Ja, die musste ja noch irgendwann kommen. Oh, oh. Nein! Oh Gott, Glück gehabt.
Ja, nee, ist klar. Gut, dass der Wind nicht stärker ist. Ja, da habe ich drauf geachtet. Komm in die Gänge! Wow. Ja, das macht nichts. Weiß, was jetzt passiert. Ja. Ich weiß, was jetzt passiert. Nämlich genau ja, das. Aber das ist ja egal. Schön. Jetzt kommt Katsching, Jetpack. Ja. Ich hab meins nur, ich brauch kein Katsching. Man kommt aber Katsching für die Wasserpistole. Nö. Nö. Einfache Granate. Ach, da reicht ein Schlag. Ja, die Holi reicht auch. Ja. Wenn sie nicht. Ah! Ach! Runterrollen. Ja, ich hätte so geschrien. Ich auch. Ich hatte drüber Geräusche. Ja, ich hätte abgefeiert. Ich auch. Boah. Das wäre sowas von überheblich gewesen. Und damit bis zum nächsten Mal. Dachte, tschö. Tschüss. Tschüss.